erster Interviewpartner ist der langjährige Bürgermeister von Rheinheim, Karl Hartmann. Herr Hartmann, wie kam es zur Idee, mit der polnischen Stadt Sanok eine Partnerschaft einzugehen? Und welche Erwartungen waren damit damals verbunden? Ja, lieber Herr Mack, einen Kontakt zu knüpfen, danach eine Städtepartnerschaft zu begründen, das war eigentlich die logische Weiterentwicklung der kommunalen Friedensarbeit in Rheinheim nach meinem Amtsantritt 1985. Schon im Sommer 1989 hatten wir die Partnerschaft mit Fürstenwalde in der damaligen DDR im Blick. Vollzogen wurde sie dann mitten in der Zeit des Umbruchs, der sich im Fall der Mauer im November 1989 manifestierte. Sie fragen, was war unser Leitbild, unsere Idee, sich hier einzubringen? Bei mir persönlich die tiefe innere Beziehung zur Sozialdemokratie. Da waren als Leitfiguren Willy Brandt und Herbert Wehner, die authentisch und auch wahrhaft die Vision einer sozialen Demokratie und eines friedlichen Europas aufzeigen konnten. Da war mein sozialdemokratisch geprägtes Elternhaus, besonders mein Großvater, und da war die Geschichte meines Großonkels, der 1933 auf der schwarzen Liste der Nazis stand und dann von 1945 bis 1954 Bürgermeister in Großumstadt war. Das Leitbild von Henri Dunant, alle Menschen werden Brüder, war etwas, was mich faszinierte und begeisterte. Denn schon mit 14 war ich auch Mitglied im Jugendrotkreuz. 1989 dann Vorsitzender des Roten Kreuzes im Altkreis Dieburg mit über 6000 Mitgliedern. Seit fast einem Jahrzehnt gab es dort Kontakte und Hilfslieferungen in die Region Krosno und Sanok zu unseren polnischen Partnern. 1989 war es den Polen möglich, erstmals in freien Wahlen ihr Parlament zu bestimmen und dann auch die kommunalen Räte. Und mit der letzten Hilfslieferung im Dezember 1991 kam der Wunsch aus Sanok, mit deutschen Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Im Februar 1992 war dann auch schon die erste Abordnung mit dem damaligen Vizebürgermeister Wojtek Balwierczak hier in Rheinheim. Wenige Wochen später fuhren wir mit einem Kleinbus und 8 Personen nach Sanok. In den Gesprächen und Begegnungen wurde uns schnell klar, wir haben eine weitere, nicht leichte Aufgabe zu lösen. Denn diese kommunale Friedens- und Partnerschaftsarbeit auf europäischer Ebene hatte damals wie heute aus meiner Sicht wenig zu tun mit touristischem Austausch oder dem Arbeitsessen auf Honoratiorenebene. Unser Ziel war und ist es, die Begegnung von Bürgern und Bürgerinnen zu fördern, den Austausch, das gegenseitige Kennenlernen und das Verstehen von Lebenswirklichkeiten, hier wie dort. Blicken wir aus 30 Jahre Perspektive ein wenig zurück. Was war für Sie das Wichtigste, Wertvollste an dieser Städtepartnerschaft? Das Wichtigste, das Wertvollste, das sind die Begegnungen von Menschen. Dass wir Menschen zusammenführen konnten, die in unterschiedlichen Systemen groß geworden sind. Wir haben mit dem Austausch von Gedanken und Gefühlen, von Ideen und Taten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für eine friedvolle Entwicklung in Europa geleistet. Ein Europa, in dem sich leider durch den barbarischen Krieg, der stattfindet und ausgelöst wurde von Putin und Russland,
der eiserne Vorhang nun verschoben hat an die Außengrenzen der Ukraine und der baltischen Länder. Trotz aller gelegentlichen, punktuellen Meinungsverschiedenheiten unter unseren westeuropäischen Partnern zeigt sich heute auch 30 Jahre später, wie wichtig und richtig das Aufeinanderzugehen von Deutschen und Polen war, ist und bleibt. Wir verstehen und wir vertreten die gleichen unveränderlichen Grundwerte in Europa und dafür lohnt es sich auch weiter zu arbeiten. Dabei sind wichtig und wertvoll die Bürgerbegegnungen, die Jugendcamps, der Schüleraustausch. Ich habe 2004 in Anwesenheit des damaligen deutschen Generalkonsuls den Deutschförderpreis für Schüler aufgerufen. Er ist bis heute eine Erfolgsgeschichte, denn die Sprache ist und bleibt der Schlüssel zur Welt und zum Verstehen. Heute leben, und darauf können wir mit Freude blicken, zahlreiche Menschen aus und um Sanok hier in Rheinheim, mitten unter uns, auch in unserem Haus. Andere Menschen sind hier verheiratet, haben Familie gegründet. Gibt es eine bessere Bestätigung unserer Arbeit? Ja, und jetzt wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wenden. Was wünschen Sie sich für die weitere Ausgestaltung dieser Partnerschaft? Nun, Herr Mack, es braucht auch wie in der Vergangenheit Menschen, die von Ideen begeistert sind, die Visionen haben oder in sich aufnehmen, wirken lassen, wie sich ein freies, friedliches, soziales und vor allem demokratisches Europa weiterentwickeln soll. Auch wenn wir gegenwärtig diesen widerwärtigen Krieg in der Ukraine haben, direkt vor der polnischen Haustür. Der Austausch von Bürgerinnen und Bürgern, von Jugendlichen über das Jugendzentrum und Vereine muss wiederbelebt werden. Das heißt Verstetigung und nicht einmalige Highlights. Die Vernetzung der europäischen Partner in und mit Rheinheim kann Ausgangspunkt werden für eine gemeinsame Anstrengung mit Blick auch auf die Ukraine. Da steht ein neuer Partner vor der Tür und wir sollten auch im eigenen wohlverstandenen Interesse diese Tür weit öffnen. Auch wenn es mit Arbeit verbunden ist. Denn die eigene Tür zu öffnen, Menschen zu empfangen, einzuladen, sich mit ihnen auszutauschen und gemeinsame Pläne für eine Zukunft zu schmieden, das macht gemeinsam stark. Die jüdische Korrespondentin Elisha Braun von Jewish Week, New York, hat einmal geschrieben, in Rheinheim wurde ich wie eine Königin empfangen. Zeigen wir allen Menschen unsere Wertschätzung oder, wie mein Großvater formulierte, was du gibst, wirst du empfangen. Der Partnerschaft Rheinheim und Sanok wünsche ich in diesem Sinne viel Erfolg und eine gute Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Das sind also die Köpfe der drei Gemeinden. Der Hartmann von Cibeo und auch der Bürgermeister von Fürstenwalde. Pana Burmistrza, miasta Rheinheim. Herr Bürgermeister. Pana Karla Hartmana. Herr Karl Hartmann. Przewodniczącego Rady Miasta Fürstenwalde. Lassen Sie uns damit fortfahren, wie Willy Brandt schon vor über 20 Jahren sagte, lasst uns ein Volk guter Nachbarn sein. Dann gewinnen nämlich nur die Menschen. W tym kontekście partnerstwo Rheinheim i Sanok nabiera szczególnego znaczenia.
możliwość wejścia do Europejskiej Wspólnoty Narodów właśnie poprzez współpracę z najbliższymi sąsiadami, Niemcami. Ein Europa, das die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit kennt. Wir dürfen uns recht herzlich für die Gastgeschenke bedanken. Wir bedanken uns für diese wunderbare Aufmerksamkeit, für diese künstlerisch gestaltete Vase. Wir wissen, dass Glas unter sehr hohen Temperaturen, fast wie hier im Saal, geschaffen wird. Wir wissen aber auch um die Zerbrechlichkeit des Materials und dass man es sorgsam pflegen muss, genauso wie die Zuneigung zu den Menschen, damit dort niemand Schaden nimmt. Herzlichen Dank deswegen. Ich hoffe, dass wir noch eine lange Zeit gemeinsam im Boot sitzen und dass wir sicheren Hafen erreichen für alle, für uns, für die, die nach uns kommen. Und ich wünsche mir, wenn ich ihm diese Schreibmappe übergebe, dass noch sehr viele Einladungen aus Sanok nach Reinheim eintreffen und viele Gruppen, junge und ältere Mitbürger nach Sanok kommen, um die Freundschaft weiter zu pflegen und zu vertiefen. Herzlichen Dank für alle. Unser nächster Gesprächspartner ist Harald Heiligenthal. Er war als Stadtverordnetenvorsteher von Anfang an dabei, hat diese Partnerschaft mitgestaltet. Wir haben als Hintergrundbild für unser Gespräch ein Bild aus Sanok gewählt. Dort ist zu sehen, wie Sie zusammen mit Bürgermeister Hartmann am 1. August 2014 im Gedenken an den Ausbruch des Warschauer Aufstands von 1944 und in Erinnerung an Willy Brandt kniend der polnischen Opfer gedenken. Welche Rolle spielte die belastete deutsch-polnische Vergangenheit im Rahmen der Partnerschaft mit Sanok? Für mich persönlich, und ich weiß nicht, wie bei Karl Hartmann das war, war die Belastung nicht so groß. Es war eher der Respekt aus der Vergangenheit heraus, um auch wirklich versuchen zu sagen, mit Respekt, große Hochachtung vor dem, was Willy Brandt gemacht hat, ein Schritt hin zur Verständigung. Das sind ja Episoden, die wir ja alle nie vergessen werden. Ja? Und von daher bin ich immer auch der Meinung gewesen, Vergangenheit, so schlimm wie sie war, man muss aber trotzdem versuchen, nach vorn zu schauen und auf die Menschen zuzugehen. Und im Gespräch eventuell klären zu können, dass es neue Generation ist, die eigentlich Aussöhnung und Freundschaft mag. Und ist das Thema deutsch-polnische Vergangenheit in den vielen Gesprächen, die Sie bei den Begegnungen mit den Polen haben, wurde das überhaupt angesprochen? Oder hat man gesagt, nein, das lassen wir ruhen und wir gucken, dass wir uns im Heute und Jetzt gut verstehen? Also in meinem Beisein wurde zu keinem Zeitpunkt, weder aus der Bevölkerung raus, ja, es war ja immer jemand in der Nähe, der übersetzen konnte, noch von offizieller Seite jemals die Vergangenheit angesprochen. An diesem Nachmittag, als wir dort an dem Mahnmal waren, da haben wir selbst im eigenen Kreis drüber gesprochen, aber von offizieller Seite oder der Bevölkerung kam da nichts. Ich will trotzdem sagen, dass ich war mit dabei, dass mich diese Geste sehr beeindruckt hat und ich bin ganz sicher, dass das auch die Polen, die dabei waren, beeindruckt hat, denn symbolische Gesten sind in Polen vielleicht viel wichtiger
als in Deutschland. Und ich bin sicher, dass die Menschen das zu schätzen gewusst haben. Zur nächsten Frage. Was war für Sie das Wichtigste, Wertvollste an dieser Partnerschaft? Und vielleicht ganz persönlich gefragt, an welche Begegnungen denken Sie gerne zurück? Oh, also vom Grundsatz her, wir waren in einer ganz neuen Situation. Wir kannten weder die Umgebung, noch kannten wir die Menschen an sich. Und es war aufregend, dorthin zu kommen. Ein Teil hatten wir ja in Rheinheim schon kennengelernt. Und ich muss sagen, egal wer hier war oder wo wir hingekommen sind, wir wurden sehr herzlich empfangen. Es war eigentlich gar nicht so extrem verhalten am Anfang, sondern es war eine gewisse Offenheit in meinen Augen da, sodass man von Anfang an über alles reden konnte. Es musste natürlich erst mal wachsen und sich näher kommen. Und eine besondere Situation, also für mich persönlich war das immer so die Begegnung mit Menschen oder bei auch der Vorbereitungsfahrt, die wir dort waren, die Einzelpersonen, die sich um uns gekümmert hatten. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, also war ein Herr mit Bart, der hat uns in den Bestiaten geführt und auch in dem Museum. Also es war schon irgendwo sehr anrührend oder auch unten im Skansen, in diesem Freilichtmuseum. Aber auch alle anderen Begegnungen. Also ich habe eine gewisse Neugier und Offenheit verspürt. Ja, das war ein Blick in die Vergangenheit, jetzt vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich für die weitere Ausgestaltung dieser Partnerschaft, gerade in der heutigen Zeit? Ja, ich glaube, eine Partnerschaft wie die mit Polen oder auch die mit Frankreich, es muss immer von der offiziellen Seite aus, und ich meine von den Beteiligten grundsätzlich, versucht werden, neue Werte mit reinzubringen, um der gewandelten Zeit innerhalb der 30 Jahre, ist ja unglaublich viel dort passiert in Polen. Zu meiner letzten Fahrt, in der ich dort war, gegenüber der ersten Fahrt, war eine ganz neue Welt entstanden. Ja? Und in diesen Jahren, ich glaube, da muss man darauf sehen, dass man sich neu definiert, und über diese Definition wieder Kontakte. Also eine Städtepartnerschaft, die nur darauf ausgeht, dass ein gewisses Klientel dorthin fährt, weil es sich finanziell leisten kann. Es kommt ein Gegenbesuch und das sind nicht die Inhalte. Begegnungen können nur meines Erachtens über Jugend und dass sich ein Vertrauen auch von jungen Menschen dorthin entwickelt. Vielen Dank. Ja, gerne. Heute sprechen wir mit Christian Radolla, der zusammen mit seiner Frau Hedwig zu den aktivsten Mitgliedern des Partnerschaftsvereins gehört und fast von Anfang an dabei war. Herr Radolla, haben Sie mal nachgezählt, wie oft Sie in Sanok waren und wie oft Sie Gäste aus Sanok hier in Rheinheim begrüßt haben? Das war schon sehr viel Mal, denke ich mir. Gäste aus Sanok, da waren bei mir zwei Bürgermeister, der jetzige und sein Vorgänger auch, der Bürgermeister Lehatschik. Und insgesamt habe ich noch ein paar andere Leute bei mir zu Hause gehabt. Das wäre so ungefähr mit den 15 Besucher, die haben bei mir übernachtet. Und ich in Sanok war das erste Mal, ich noch Ewigkeit hier in der Schulzeit, wo ich war, als kleiner Kerl. Da war ein Besuch von Sanok als Kommandant von der Feuerwehr und die Kollegen aus meiner Arbeit haben mich gebeten, als Übersetzer ein bisschen zu tätig sein. Und so hat praktisch wieder angefangen die Geschichte mit der Sanok. Dann waren die Hilfstransporte von Stadt und die Feuerwehrmänner am Anfang haben das organisiert und da war ich wieder auch dabei als Übersetzer ein bisschen tätig. Dann hatte ich das ein bisschen aufgehört, weil ich habe mein Haus gebaut und habe ich nicht mehr viel Zeit für den Stadt und irgendwo fremde Besucher.
Aber dann wieder mit dem Helmut Kerner und Rudi Ilse hat das sich wieder aufgebaut und da war ich tätig als Übersetzer und Fahrer. Und da war es dazwischen, waren auch viele Besucher, wo ich da privat war. Da habe ich viele Freunde schon kennengelernt und praktisch, die sind bis heute, weil wir haben noch Kontakt teilweise. Ich denke mir, das war 25, wenn nicht vielleicht bis 30 Mal, wo ich in Sanok war. Das heißt, Sie haben auch viele Erinnerungen an diese Begegnungen. Vielleicht verraten Sie uns, was denn die schönsten, interessantesten Erinnerungen bei diesen Begegnungen waren. Als Erste werde ich erwähnen, dass man hat sich der Gefühl, dass auf der Straße war man willkommen. Also von ersten Mal, wo ich in Sanok war mit den Transporten, die Leute waren sehr freundlich, die haben uns begrüßt und haben uns unterhalten und war keine irgendwo Feindlichkeit oder etwas anderes instande gekommen. Hat man gemerkt, die Leute sind froh, dass wir da sind und wir helfen können. Und bei einem von den Besuchen habe ich so ein Treffen gehabt mit einem Mann, der hatte uns auf die Straße gemerkt, dass wir auf Deutsch reden. Und hat, also weil ich auch Polnisch kenne, also das ist kein Geheimnis, hat mich gefragt, ob wir kennen den Besuchen zu Hause. Ich war überrascht, wieso sollen wir fremde Mann zu Hause besuchen. Er sagte, in der Kriegszeit, wo waren schlimmere Zeiten und so, bei dem zu Hause waren deutsche Soldaten. Und die waren so mit der Familie zusammen, also die haben praktisch zusammen gelebt. Der hat auch erzählt, ich habe nicht genau da verstanden, ob er war als einer von den deutschen Soldaten, war Patenonkel für ihn oder für seinen Bruder, das weiß ich nicht genau, kann ich mir jetzt nicht irgendwo das anordnen. Aber der hat erzählt, die Mutter ist, die war schon eine ältere Dame und die werde sich gerne freuen, wenn die noch mal zu Hause eine deutsche Sprache hören kann. Das ist ein sehr, sehr interessant, dass es ja bei all dem Schlimmen, was die Okkupation mit sich gebracht hatte, es doch auch selbst in so finsteren Zeiten eben auch gute Begegnungen zwischen Deutschen und Polen geben kann. Jetzt weiß ich, dass Sie auch über Polen mit der Ukraine Kontakt hatten. Und auch als wir hier in Rheinheim nach Ausbruch des Krieges Geld und Materialien gesammelt haben, auch da wieder bereit waren, diesen Transport zu begleiten. Können Sie uns darüber auch noch kurz erzählen? Ja gut, meine erste Begegnung direkt mit Ukraine war in der Zeit, wo wir noch als von Stadt mit den Transporten nach Hilfstransporten nach Sanok gefahren sind. Unsere guter Freund von Sanok hat uns angeladen, zum Besuch nach Ukraine zu fahren. Und zweites Mal, das war ich schon Rentner, da hat sich ergeben, dass der Krieg gebrochen ist in Ukraine und mich damals der Bürgermeister noch gebeten, nochmal mit dem Transport sich nach Sanok zu bewegen. Da habe ich gerne gemacht, das waren wir praktisch 2 Tage unterwegs, hin und zurück. Aber ich habe mich gefreut, dass ich mit meinem kleinen Einsatz könnte ein bisschen noch den Leuten darüber helfen. Egal, ob das in Polen war oder auch in der Ukraine, jetzt in der jetzigen Kriegszeit. Vielen Dank und bleiben Sie gesund, damit Sie diese Partnerschaft noch lange unterstützen können. Danke. Wir sprechen heute mit Frau Anna Malek. Sie hat sich von Anfang an aktiv an der Ausgestaltung dieser Partnerschaft beteiligt. Sie ist in Schlesien geboren, deshalb spricht sie auch Polnisch und konnte als Dolmetscherin dazu beitragen, die Sprachhürde zu überwinden und dafür sorgen, dass Rheinheimer und Sanoker miteinander ins Gespräch kommen. Frau Malek, was hat Sie vor 30 Jahren bewogen, sich aktiv an der Ausgestaltung dieser Partnerschaft zu beteiligen? Also,
Ich wurde zum Bürgermeister zum Wirtz gerufen und der Herr Wirtz hat mir gesagt, dass ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern an den Namen, dass der Herr so und so, fragen Sie mal, wie ist ihm an, ich weiß nicht, dass er von Zano gekommen ist und er möchte auch, dass ob wir nicht uns könnten damit auch mitmachen. Und hat der Bürgermeister mich gebeten, ob ich nicht würde ihm helfen dabei, dass das zustande kommt. Ich wollte am Anfang nicht, aber dann habe ich es mir überlegt. Und von der Zeit an bin ich Mods da drin, nicht nur ich, aber mein Mann, der die ganzen schriftlichen Sachen und überhaupt, dass das zur Verschwisterung kommen konnte, ihm zu verdanken ist. Weil es war nicht leicht. Sie konnten nicht telefonieren, das können Sie sich vielleicht noch erinnern. Sie müssten, das Gespräch musste ja angemeldet werden. Und da haben sie, wenn es in der Nacht Kunden sind, in der Nacht konnte man telefonieren, da hat mein Mann immer bei Freunden angerufen. Die tagsüber dann dort, wo man was zu erledigen hatte, angerufen haben und uns in der Nacht dann gesagt haben. Also es war nicht einfach, aber wir haben es durchgekriegt. Also es ist gelaufen ganz schnell. Ich weiß, dass Sie unheimlich viel gemacht haben. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was war denn der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit und worauf sind Sie besonders stolz, dass Sie das in den letzten 30 Jahren geschafft haben? Auf was bin ich stolz? Stolz, ich habe so kein Schwer. Ich habe, also wie ich gesehen habe, wie wir das erste Mal nach Sanok gefahren sind und ich gesehen habe, wie das alles noch in Sanok ist, wie es bei uns ist, dann konnte ich das nicht übers Herz bringen, weil ich selbst ja noch damit auch, ich hatte das ja noch in Gedanken, wie von dem Ort, wo ich weggefahren bin, dass man nicht so gelebt hat wie in Deutschland. Und damals hab ich mir geschworen, wenn es geht, dann werde ich denen so helfen. Und von Anfang an habe ich es gemacht, habe ja 12 Mädchen hergebracht. 12. Die erste, die hat bei uns als Opermädchen gearbeitet, weil der Bürgermeister von Sanok, wie er hergekommen ist, der Pschibio, wollte er meine Tochter kennenlernen, da sind wir hingefahren nach Dieburg, nach Darmstadt damals noch, sind wir hingefahren und da hat er gesagt, naja, die Mama ist ja in ein paar Wochen bei uns und hat gesagt, wie ich war da bei einem Opermädchen. Ich kann es, meine Mama kann nicht, ich gehe arbeiten. Ne? Und da hat er gesagt, wir kriegen doch ein Mädchen. Und da hat er von meiner Tochter angerufen, das war an einem Dienstag und am Sonntag haben sie die abgeholt. Die Katharina, kennen Sie die? Nee. Die ist im Kindergarten, sie hat dann hier studiert. Damals haben sie noch Studien nicht anerkannt, Abitur nicht anerkannt. Dann musste ich mit ihr fahren, immer nach Gießen zur Prüfung. Und naja, hat das Studium beendet, alles. Und dann so eine nach dem anderen kam immer nach. Aber ich habe das mit viel Liebe gemacht und mache das bis heute mit Liebe. Das kann ich nicht machen in dem Alter. Ich kann auch nicht mehr. Aber ich habe es gern gemacht und mir haben sehr vielen Leuten geholfen. Wir haben ja auch Brat Alberta mitgeholfen aufzubauen. Das ist zu unseren Zeiten aufgebaut worden. Damals hat sich Christa Kirchner Moss auch darum gekümmert, dass das klappt mit den Klamotten, mit allem. Sie hat das ja gesammelt, die hat ja gearbeitet unten im Rathaus, in der Kleiderkammer da. Und da hat sie immer zurückgelegt für Sanok. Und die sind dann gekommen und haben das mitgenommen. Am Anfang jedes Auto, das gekommen ist, was abzuholen, da hat der Chauffeur bei uns gewohnt. Die Autos waren ja nicht so, wie das heute ist, dass man im Auto schlafen kann. Jeder Chauffeur hat bei uns gewohnt. Wir haben schon alles fertig gehabt. Immer wenn die kommen, haben sie gewohnt und sind wieder weggefahren. Also, wir haben die Leute gern gehabt und die Leute sind zu uns sehr gern gekommen. Und wir sind auch gerne dorthin gefahren. Wir haben geholfen, wo wir nur konnten, da haben wir geholfen.
war ich nicht nur, da sind ja auch Kirschners dabei gewesen, die sehr viel gemacht haben. Ne? Christa Kirschner ist ja immer auch mitgefahren mit den Sachen. Wenn sie nicht abgeholt, wir haben ja auch vom Bauhof immer Auto bekommen, da sind sie mit mir gefahren. Wir haben ja an der Grenze, da haben wir ja stundenlang gestanden. Manchmal den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein, bis wir abgefertigt wurden. Ne? Es waren harte Zeiten, aber wir haben es gern gemacht. Ja, vielen Dank. Nicht nur dafür, was Sie uns erzählt haben, sondern auch dafür, was Sie in den letzten 30 Jahren geleistet haben. Ja, ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin so ein Mensch, der das nicht irgendwie was über sich dann hoch hinaus ist. Nein, da bin ich nicht. Ich muss alles haben, aber nicht hoch hinaus. So das ist. Aber ich habe das wirklich wie die Leute gerne mal, wenn sie so, wenn wir in Brad Alberta da gekommen sind, wie, jetzt ist das ja nicht mehr so, dass die alten Leute, die dort noch waren, wie die sich bedankt haben bei uns, dass wir ihnen helfen. Also Brad Alberta, das ist ja so ganz anders aufgehoben, auch wie das bei uns ist. Erzählen Sie mal, was das für eine Organisation ist. Brad Alberta, das sind die armen Leute, die da hingehen. Sind sie, die gehen da zum Essen. Und dort kriegen sie auch die Kleidung und so weiter, aber die schlafen auch dort, das ist ein Ding. Und dort ist auch eine Abteilung, so ein neues, so ein Gebäude, wo schwerkranke Menschen sind, die nicht wo zu haben, die Sterbenden. Das ist auch noch, damit kann ich mich einfach nicht abfinden, da war ich nur einmal da drinnen. Weil das habe ich immer irgendwie, habe ich gesagt, weil das kam mir immer so vor, das gehört nicht hier hin. Also man hat ja auch manchmal so Sachen, wo man sich erstmal damit befassen musste, dass man das annimmt, dass das so ist und nicht anders. Aber in der Zwischenzeit ist alles so gelaufen. Ich habe eins mit dieser Marisha, da bin ich 30 Jahre befreundet. Weil wie der Bürgermeister das erste Mal hier war, da ist an dem Tag, wie die hier waren, da ist ihr Sohn gekommen und hat gesagt, Mama, ich habe das Abitur bestanden und ist weggegangen und ist in dem See, was in Sanok, da ist ertrunken. Und von der Zeit an sind wir mit der Marisha die besten Freundin, aber wir haben so gesagt, wenn ich was habe auf die Polen, das sag ich. Also da sage ich ihr, was mir nicht gefällt, das sage ich ihr. Und wenn du was sagst zu mir, und ich nehme das genauso, wir sind uns darüber nicht. Wir haben noch nie was miteinander gehabt, was Böses, 30 Jahre. Und manchmal, wenn ich sage, Mensch, aber habt ihr eine Ordnung? Oder wie sage ich, offener, sagt sie immer, ja, du hast, wenn sie sagt, du hast recht, weil wie ist es bei euch, lässt sie sich das sagen? Und die Marisha hat vieles auch, ich habe von ihr gelernt und sie hat von mir gelernt, gell. Und da bin ich stolz, dass die Marisha das so die ganzen Jahre so mitgemacht hat, alles, ne. Macht das bis zum heutigen Tage mit. Also es war schon am Anfang nicht leicht, aber wir haben es gern gemacht. Es hat ja vieles, die ganze Schreibarbeit, was immer so war, das hat ja mein Mann gemacht, weil ich bin ja ganz ehrlich, ich kann perfekt Polnisch sprechen, aber ich mache Fehler im Schreiben. Ich kann perfekt Deutsch reden, aber ich habe nie eine Stelle angenommen, wo ich schreiben muss, weil ich immer Angst hatte. Ich habe ja keine Schule besucht, ne? Ich bin ja nur bis zur 4. Klasse gegangen und dann war Schluss, ne? Aber eins und das andere habe ich alles gepackt. Ich habe immer in der Buchhaltung gearbeitet. Bevor ich hier gekommen bin, hatte ich schon sehr gute Posten in Polen gehabt. Und dann hier war ich bei der Firma Schenke beschäftigt am Anfang. Muss Posten auch gehabt. Und dann hat mein Mann sind wir hier eingezogen und den ersten Tag, wie er gearbeitet hat, einen Unfall gehabt. Ersten Tag zur Arbeit gefahren. Es war eine schwere Zeit, aber haben wir alles durchbekommen. Und dass das mit dem Sand auch so viele Jahre gut klappt, ich würde sagen, es hat jetzt nachgelassen.
Ich würde sagen, es hat sehr, sehr nachgelassen. Es war früher mehr aktiv. Und es hat auch von unserer Seite, sag mal, mich hat man nie so eine irgendeine Besprechung, so wie sie jetzt so, nie eingeladen oder wie. Also es hat die letzten Zeiten nachgelassen. Würdest du da auch sagen, dass es nachgelassen hat? Es ist nicht mehr so, wie es war, aber ich würde gerne wollen, dass man das hält. Dass man das nicht loslässt. Sind ja, Paare sind ja von Sanok, die hier wohnen, ne? Katharina Friedrich, die hat ja einen Sohn, sie ist im Kindergarten, sie wollte im Kindergarten, ist in dem Willebrandstraße da. Und der Sohn studiert auch jetzt schon von ihr, sehr zufrieden. Ist doch schön. Sind mehrere, sind nach Amerika ausgewandert, da überall. Dann hatte ich ja auch immer geholfen, jemand. Am Anfang war das ja nicht so mit den, auch zur Hilfe, die Frauen, das hat man ja alles im Geheimen gemacht. Ne? Heute ist das ja offiziell. Ich würde gerne, dass man das nicht fallen lässt, dass man das weiterhält. Es ist schwer, dass jede 4 Jahre ein neuer Bürgermeister kommt. Das ist schon schwer, weil du musst wieder von Neuem anfangen. Und nicht jeder ist egal. Na, das ist nicht so einfach, dann kommen neue Leute ins Rathaus. Aber wenn es geht, dann würde ich gerne, dass das weiterläuft. Bin ich dann immer da, aber das macht nichts. Aber es gibt auch optimistische Dinge. Wir hatten einen Aufruf gemacht, dass sich Leute für den Austausch, für eine Arbeitsgruppe melden. Und die erste, die sich gemeldet hat, war eine Polin aus Sanok, die seit 15 Jahren hier lebt, im Sanitätshaus arbeitet. Und sie wird uns in der Arbeit in Zukunft im Sanitätshaus gearbeitet? Ja, die Gabriela Risch. Ja, die Gabriela, ja, die hat ja bei uns, die hat ja bei meiner Tochter gearbeitet, ne? Ah ja. Ja, die kenne ich. Ja, wenn die mit euch mitmacht, dann ist es ja okay. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Rosemarie Reinals. Sie hat sich fast von Anfang an in dieser Städtepartnerschaft engagiert. Unter anderem war sie über 2 Jahrzehnte auch die Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins. Wenn Sie an die Begegnungen mit Sanok denken, Sie waren sehr häufig dort, Sie haben aber auch häufig Gäste aus Sanok in Ihrem Haus aufgenommen. Was waren für Sie die schönsten Erlebnisse in der Begegnung mit Menschen aus Sanok? Die Leute aus Sanok waren sehr glücklich, irgendwie frei zu sein, Ende des letzten Jahrhunderts. Und das war, ja, sie haben ja durch uns Deutschland kennenlernen können. Und da sind verschiedene Jugendprojekte gestartet worden und sie gehen hoffentlich weiter. Und das hat sehr viele junge Leute dazu gebracht, eben eine Zeit in Deutschland zu sein, was sie vielleicht vorher nicht gehabt hätten. Beim Kennenlernen von Menschen aus anderen Nationen stellt man oft fest, dass sie eine ganz andere Lebenseinstellung haben. Was hat sie an den Menschen aus Polen überrascht? Und was hat Ihnen besonders gefallen? Sie waren sehr, sehr freundlich. Also ich kann ja kein Polnisch oder nur ein paar Worte. Und wir hatten also wunderschöne Fahrten mit ihnen. Die wunderschöne Landschaft südlich von Sanok konnten wir ja sehen. Das hat mich sehr fasziniert. Vielen Dank für dieses Gespräch. Unsere Gesprächspartnerin
ist jetzt Helga Deichmann. Und das ist eine ganz besondere Gesprächspartnerin. Sie war von Anfang an dabei. Sie hat damals im Rathaus gearbeitet und kennt also die Geschichte der Partnerschaft von der Pike aus. Frau Deichmann, was hat Sie damals dazu bewegt, sich in dieser Städtner Partnerschaft zu engagieren? Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, ich war beruflich ja im Rathaus beschäftigt und dann wurde die Städtepartnerschaft praktisch gegründet und da war ich federführend. Ich war alleine. Bürgermeister hat gesagt, Sie müssen das machen. Und da habe ich es gemacht. Ich hatte von Tuten und Blasen auch keine Ahnung, aber ich habe mich da reingearbeitet. Es kam ja Sestas und das lief ganz gut. Und dann mit Sanok dachte ich, oh, keine Sprache. Französisch konnte ich ja etwas, habe ich in der Schule gelernt, aber Polnisch dachte ich, wie wird das weitergehen? Aber wir waren total überrascht. Ich war bei der ersten Delegation, war ich schon mit dabei gewesen, mit Frau Malik auch zusammen. Und die war ja als Übersetzerin dabei und da ist das gut gelaufen. Und wir sind dort angekommen und gleich Umarmung und Freude über alles. Gab nie ein böses Wort und immer zuvorkommend waren die Leute, also gastfreundlich. Und können Sie sich noch erinnern an Ihre erste Fahrt nach Sanok? Das war ja damals noch nicht ganz so einfach wie heute. Ja, die offizielle Fahrt war die erste gewesen. Da waren wir ja, haben wir übernachtet in Opole und dann sind wir ja weitergefahren. Aber die erste private Fahrt, die war, ich würde sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr später gewesen. Und da sind wir ja mit dem Kollegen von der Kläranlage, der ist ja Landwirt, und mit dem habe ich gesprochen, sagte, ach, wir können die ja mal mit meinem Pferd anhängen, den laden wir voll mit Kleider und so weiter und da fahren wir mal hin. Und so haben wir das auch gemacht. Wir waren drei Kollegen von der Kläranlage, ich und mein Mann und Familie Schick und die Christa und Willi Keschner, die Frau Malik, wir waren dann da gewesen und da waren wir zwischen 36 und 38 Stunden unterwegs gewesen, bis wir in Sanok angekommen sind. Das werden wir nie vergessen. Was haben Sie in diesem Anhänger transportiert? Kleider und überwiegend Kleider. Und da waren wir dann in Görlitz, hatten wir ja gestanden, da war der Stau so 10 Kilometer, waren wir drin mit 4 Pkw und ein Pkw mit dem Pferdeanhänger. Und da haben wir ja Stunden gestanden, auf einmal ist ein Polizeiauto gekommen, da ist die Frau Malik raus und hat das Polizeiauto gestoppt und hat gesagt, so und so ist es, wir haben da Hilfsgüter für die zukünftige Partnerstadt. Und da ist das Polizeiauto, hat unser Auto alle rausgewinkt mit dem ersten Anhänger und dann sind wir an der ganzen Schlange vorbei bis zur Grenze und die Polizei hat dann gesagt, was Sache ist und dann ging das ruckzuck. Waren wir dann über die Grenze gewesen und waren aber, wie gesagt, über 36 Stunden unterwegs mit 2 Stunden ein bisschen Schlaf. Und einmal, wie wir gehalten haben, und da hat der eine Kollege dann gesagt, Achtung, ich glaube, die wollen den Hänger ausrauben. Und da sind wir dann alles zusammengepackt und sind dann weitergefahren. Und das waren so die ersten Dings. Aber wie gesagt, dann in Sanok, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Leute da gekommen sind. Und wir haben denen Kleidungsstücke gegeben, die haben Kniefall für uns immer gemacht. Ja, Sie waren bei fast jeder Fahrt nach Sanok mit dabei. Wenn Sie sich jetzt erinnern, was waren denn die schönsten Erlebnisse in der Begegnung mit den Menschen aus Sanok? Also die Gastfreundschaft, wenn die einen gesehen haben, da hat man Deutsch gehört und da sind sie gekommen, haben einen umarmt und das kannte ich so überhaupt nicht. Und das war für uns also was ganz Besonderes gewesen. Ja, das Ziel einer Städtepartnerschaft ist ja nicht nur, dass sich auf offizieller Ebene sich die Bürgermeister begegnen, sondern dass die Menschen sich
begegnen und erzählen Sie uns doch mal, ob Sie über diesen offiziellen Begegnungen hinaus auch noch Kontakt zu Menschen in Sanok gefunden haben. Ja, das haben wir, und zwar fing das gleich zu Anfang an, wie wir das erste Mal dort waren, und dann haben wir den stellvertretenden Bürgermeister, den Wojtek Balwiczak, begrüßt, und das war, wie wenn wir uns schon Tag und Nacht kennen würden. Das war sofort vertrauensvoll gewesen, und das hat auch weiterhin angehalten, und wir haben also jetzt in Sanok viele Freunde, privat, und da besteht immer der Kontakt noch. Schriftverkehr oder auch Telefonate ist schwierig mit der Sprache halt, aber sonst, das ist, wenn die Marisha zum Beispiel, wenn Pakete kommen oder was hingeht, ist immer ein Päckchen für die Helga und für den Horst dabei, und das war selbstverständlich, und von uns ist das genauso zurück, ne? Aber wie gesagt, die privaten Kontakte sind wesentlich mehr wie die offiziellen. Aus dem offiziellen sind sofort Privatkontakte entstanden, die heute noch bestehen und werden auch weiter bestehen. Wir befinden uns hier in der Kleiderkammer des Partnerschaftsvereins Rheinheim, und Frau Dellmann betreut diese Kleiderkammer seit über 20 Jahren. Ja, wie kommt man dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren und für den Partnerschaftsverein im Rahmen der Partnerschaft mit Sanok sich hier über solche so viele Jahre zu engagieren? Das ist eigentlich Zufall. Meine Nachbarin, Frau Irene Reis, die hat mich gefragt, ob ich nicht mal Interesse hätte, sich hier unten zu helfen, und gleichzeitig hat sie mich in den Partnerschaftsverein gebracht, nicht? Also ich war noch nicht mal Mitglied. Und da habe ich dann mit der Renate Dörnbach angefangen hier. Und muss natürlich sagen, dass vor mir eigentlich die Initiative und ergriffen hat die Frau Malek, Anna Malek, und die Christa Kirchner. Die haben vor 31 Jahren das Ganze ins Rollen gebracht, nicht? Und später auch noch die Ehepaar Körner. Und wie gesagt, ich bin dann durch Zufall eigentlich, durch meine Nachbarin, mit der Renate Dornbach, dann hier reingerutscht. Und nach ihr, als sie aufhörte, kam noch mal jemand, und dann kam noch mal Renate Zimmermann, die leider früh verstorben ist. Und so bin ich halt allein geblieben. Aber ich mache es ja gerne. Es kommt ja auch immer Feedback, und die Leute freuen sich drüber, und warum nicht, warum soll man nicht helfen? Bei uns gibt es ja vieles im Überfluss, nicht? Im Gegensatz zu anderen Ländern, nicht? Sogar die Franzosen haben uns schon Sachen mitgebracht für Sanok. Die haben wir dann mitgeschickt, schon ein paar Mal. Also die haben genauso geholfen, nicht? Das heißt, Sie sammeln hier die Spenden der Rheinheimer Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und die werden dann nach Sanok gebracht. Ja, wie oft geschieht das etwa im Jahr? Also zweimal im Jahr. Ich sammle die, meist bringen sie ins internationale Büro. Ganz früher wurden sie auf der Bürgermeisterei abgegeben, aber das war dann nicht mehr so erwünscht von den Angestellten. Das war zu laut sagen. Und dann hat man sie also ins Büro gebracht. Da hole ich sie mir dann, oder manchmal bringt. Hat der Herr Körner hat sie mir auch schon gebracht früher. Heute kann er das nicht mehr, nachdem er einen Herzinfarkt hatte. Aber wie gesagt, ich packe die dann hier aus, sortiere sie, muss natürlich auch entsorgen und setze das erstmal hier auf und mache dann meine Säcke und Kartons fertig. Und meist war es so, dass ein LKW, der aus Polen kam und zurückfuhr, die dann mitgenommen hat, nicht? Also wenn der leer zurückfuhr oder halb leer, hat er dann unsere Sachen mitgenommen. Und wir machen Papiere aus, also das Amt macht die Papiere aus in zweifacher Ausführung, und eins bleibt hier und eins geht mit, und dann wird ein Fax zurückgeschickt, wenn es angekommen ist.
wir müssen das Autonummer, die Autonummer aufschreiben und den, der Fahrer unterschreibt das auch. An der Grenze eben, wenn der kontrolliert wird, muss das ja alles seine Richtigkeit haben. Und wie gesagt, und der Bürgermeister in Sanok schickt dann den Fax, wenn es angekommen ist. Und dort wird es dann verteilt. Nicht? Vor ein paar Jahren hat mir die Stadt Sanok ein kleines Dankeschreiben mitschicken lassen dafür, dass ich das mache. Und hat mich gefreut. Und bekommen Sie auch Rückmeldung, an welche Menschen in Sanok das verteilt wird? An wen genau wird nicht, aber es heißt halt immer an Bedürftige und Leute, die es halt gebrauchen können. Nicht? Und so wie mir die Frau Malek mal gesagt hat, manchmal gibt es auch was, was der Pfarrer Leute kennt. Und sie geben auch weiter, haben das auch früher schon gemacht, über die Grenze nach der Ukraine. Und heute ist halt so, dass auch die ukrainischen Flüchtlinge und die Migranten hierher kommen und die dürfen sich genauso hier was aussuchen. Und die Damen aus der Ukraine haben mir schon sehr geholfen beim Auspacken und Sortieren und Aufheben. Also die haben sich auch schon damit bedankt dafür, nicht? Sie sind auch Mitglied im Partnerschaftsverein, ja. Sind öfter auch nach Sanok mitgefahren. Verraten Sie uns, was dort Ihr schönstes Erlebnis war im Rahmen dieser Begegnungen? Ach, ich war also eigentlich wirklich nur einmal bis jetzt in Sanok, aber das war sehr schön. Wir waren in dem Park, also erstmal eine Stadtführung hatten wir. Und waren eingeladen und dann sind wir mit unserem Bus nach Lviv gefahren, rüber in die Ukraine. Also das war auch ein tolles Erlebnis, denn da war gerade der Maidan, die Sache mit dem Maidan geschehen. Und da hatten wir einen Lehrer, der uns die Stadtführung machte und der sagte, sie brauchen keine Angst zu haben, wir passen auf sie auf. Also es hat mich schon berührt da, nicht? Und überall waren die Plakate und da haben sie aufgelistet gehabt, wer da schon umgekommen war. Junge Leute, alte Leute. Also das war schon leider eine böse Vorahnung zu dem, was jetzt passiert ist, nicht? Oder vor 2 Jahren, nicht? Ja, vielen Dank. Und wir wünschen Ihnen und der Kleiderstube, dass Sie noch viele Spenden bekommen, die dann auch den Menschen sowohl in Sanok als auch in der Ukraine zugutekommen. Ja, mache ich gerne, solange ich das kann. Wir sprechen heute mit Sigi Elsner. Sie ist seit 1991 Stadtjugendpflegerin und hat an mehreren Jugendbegegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft teilgenommen. Wie war das damals bei den trinationalen Camps, wo sich deutsche, polnische und französische Jugendlichen getroffen haben? Ja, also 1994, gleich zur Verschwisterung, waren wir mit 19 Jugendlichen dabei, also meine Kollegin Jutta Kirch und ich. Und ja, die 1300 Kilometer ist eine sehr, sehr lange Fahrt. Wir hatten einen Stopp gemacht in Prag und sind von Prag dann weitergefahren nach Sanok und waren dann 14 Tage am Soliner Stausee. Und für die Jugendlichen war es ein tolles Erlebnis, einfach dabei zu sein, bei der Verschwisterung dabei zu sein und auch andere Jugendlichen aus anderen Ländern, aus Frankreich, aus Polen kennenzulernen und auch die Zeit miteinander zu verbringen. Also besonders interessant waren dann die Abende, wenn eine Disco mal stattgefunden hatte oder ein Lagerfeuer, wo man sich dann genauer nochmal austauschen konnte und so weiter. Also das war für die Jugendlichen sehr bereichernd und auch eine gute Verbindung ja, von anderen Ländern was kennenzulernen und auch für Europa, ja, war es eine gute Verbindung und viele haben das auch in ihrem Herzen einfach drin behalten und es haben sich auch ja,
Ehen gebildet, also oder Freundschaften und so weiter, was ja eine gute Sache war. Oder bei manchen hat es auch den Berufsweg auch nochmal anders geprägt, dass sie vielleicht dann auch in die soziale Richtung gegangen sind und jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder auch Austausche durchführen. Also es war wirklich eine schöne Bereicherung gewesen. Außer diesen großen Jugendbegegnungen gab es seit 2004 auch immer wieder, hatten wir immer wieder Gäste aus Sanok, wo die besten Deutschschüler für ein oder zwei Wochen hierher nach Rheinheim kamen. Und in den letzten Jahren haben die sogar auch bei den Sommerfestspielen mitgemacht. Welche Erfahrungen gab es da? Ja, also seit 2005 kommen nach Rheinheim immer drei polnische Jugendliche, die gut abgeschnitten hatten, also bei den Prüfungen und so weiter. Und die haben dann nochmal ihre Sprache erweitern können, indem sie bei den Kindern, bei den Ferienspielen mitgearbeitet haben. Am Anfang waren sie erst in der Dr. Kurt-Schumacher-Schule und dann später haben sie bei den Ferienspielen mitgearbeitet, entweder in der ersten Runde oder in der zweiten Runde, und waren dann verstärkt dabei und haben den Betreuern und Betreuerinnen dann einfach geholfen, mit den Kindern Ausflüge zu machen oder was zu kochen und so weiter. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, da war der Sohn von der Carolina Serafin da gewesen. Und da hatten wir zufällig auch einen kleinen Videofilm gedreht und da war der Sohn halt auch in der Gruppe und hatte dann mitgeholfen, den Film zu drehen. Und das hat mir halt auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir suchen ja auch jedes Jahr immer Betreuer und Betreuerinnen, und das war halt auch eine sehr schöne Sache gewesen. Was ich noch ergänzend sagen kann, also jetzt sind nur die drei Betreuer was Neues dazugelernt, sondern halt auch die Kinder, die Ferienspielkinder, die im Alter von 6 bis 11 Jahren waren. Also die haben zum Beispiel einen kleinen Sprachkurs noch erhalten. Also mit so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Hallo, Tesch oder Cem Kuje oder Schmatschnego, guten Appetit. Und dann wurde auch gleichzeitig auch nochmal so polnische Gerichte nochmal ausprobiert und dass die Kinder sich das einfach halt auch nochmal besser vorstellen konnten. Oder die Betreuer hatten dann auch noch kleine Aufgaben bekommen, dass sie von sich aus auch nochmal Spiele aus ihrer Heimat vorbereitet haben und dass die Aufgaben auch ein bisschen verteilt wurden und die Betreuer dann auch mehr mit einbezogen worden sind. Und das war einfach eine schöne Ergänzung gewesen. Ja, wir fahren ja in diesem Jahr voraussichtlich im September nach Sanok, und ich habe vorgeschlagen, dass man dort auch die, es sind mittlerweile sicher 40, 50 polnische Jugendliche, die hier in Rheinheim waren. Ich fände es eine schöne Idee, wenn wir die treffen könnten und auch erfahren könnten, was ihnen dieser Aufenthalt in Rheinheim gebracht hat. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Es gab letztes Jahr hier, das hat die Stadt organisiert, eine Mini-Fußball-EM mit über 70 Teilnehmern, auch hier wieder aus Frankreich, aus Polen und auch aus Deutschland. Und für diese Teilnehmer haben Sie auch ein kleines Freizeitprogramm organisiert. Können Sie uns auch da ein paar Sätze dazu sagen? Vielleicht auch, gab es da irgendeine Sprachbarriere, gab es Schwierigkeiten? Wie haben die Jugendlichen miteinander kommuniziert und gefeiert? Mein Kollege Robin Korndorfer und ich, also wir waren ja dann nur an einem Nachmittag für ein paar Stunden mal da gewesen und hatten ein paar Spiele vorbereitet und halt auch Buttons, die Möglichkeit gegeben, dass auch Buttons selbst herstellen können. Aber man hat dann einen kleinen Eindruck bekommen und es wurde dann auch gleich Fußball gespielt, weil Fußball war ja auch Nummer eins. Und es ist ja auch eine gute Verbindung einfach unter Jugendlichen, ohne Sprache miteinander in Kontakt zu kommen und auch hier vor Ort
ist das auch immer ein beliebtes Mittel, dass wir jetzt im Mai, werden wir auch ein Fußballspiel haben, also dass andere Nationen einfach miteinander unverbindlich in Kontakt kommen können und, ja, und Vorurteile einfach abgebaut werden können. Ja. Vielen Dank für den Einblick in diese wichtigen Jugendbegegnungen und wir hoffen natürlich alle zusammen, dass es auch in Zukunft noch viele solche Jugendbegegnungen geben wird und diese Städtepartnerschaften einfach mit Leben erfüllt werden. Vielen Dank. Gerne. Guten Tag. Ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Wojciech Blecharczyk. Ich war von 2002 bis 2014 Bürgermeister von Sanok. Verehrte Freunde, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen meine Erfahrungen zum 30-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Rheinheim und Sanok teilen kann. 12 Jahre sind viel im Leben eines Menschen. So viele Jahre war ich Bürgermeister von Sanok. Und über die ganze Zeit konnte ich objektiv beurteilen, welch große Arbeit sowohl von den Freunden in Rheinheim als auch von uns in Sanok in diese Partnerschaft geleistet wurde. Ich denke, diese 30 Jahre sind ein Zeugnis dafür, dass die Idee der Partnerschaft, die schon in den 1950er Jahren begann, von Frankreich und der Bundesrepublik, ganz Westeuropa, die ganze Europäische Union haben Brücken der Partnerschaft gebaut. Wir waren auch beteiligt, aber erst viel später. Sanok konnte immer auf seine Freunde in Rheinheim zählen. Während dieser 30 Jahre waren wir vor allem Empfänger von Hilfe, medizinischer Hilfe, von Arzneimitteln, Kleidung, medizinischen Hilfsmitteln. Aber aus meiner Perspektive als Bürgermeister muss ich auch hinzufügen, dass Brücken zwischen Freunden gebaut wurden, zwischen den Menschen aus Rheinheim, den Institutionen beider Städte. Sehr wichtig waren die Freundschaften zwischen den Familien, die gegenseitigen Besuche. Ich war viermal in Rheinheim in diesen 12 Jahren und hatte dort immer eine sehr gute Atmosphäre angetroffen. Man zeigte uns, wie die kommunale Selbstverwaltung funktioniert und die Person von Karl Hartmann, dem damaligen Bürgermeister, war für mich, und das sage ich aus voller Überzeugung, ein Beispiel dafür, wie ein Bürgermeister einer europäischen Stadt sich für die Freundschaft und Partnerschaft engagieren kann. Die Fragen, die mir Manfred Mack, der besondere Verdienste beim Herstellen dieser Kontakte hatte, diese Freundschaften stellte. Wie viele Begegnungen gab es und bei welchen konnte ich auch persönlich von dieser Freundschaft überzeugen? Woran ich mich erinnere und was wesentlich aus der Perspektive dieser 12 Jahre war, das sind die guten Beispiele der Hilfe für die Schwächeren und ja, auch ärmeren Partner, der wir damals waren. Aber dieses Vorbild, über das ich jetzt sprechen werde, bedeutet viel für mich. Noch im Jahr 2013, als ich noch Bürgermeister war, trafen wir die Entscheidung, zusammen mit den Verantwortlichen der Krankenhäuser, haben wir entschieden, ein Gerät zur Magnetresonanztomographie, ein MRT-Gerät, in unsere ukrainische Partnerstadt Trochowice zu liefern. Schauen Sie, wie der Kreis
der Kreis der Freundschaft sich schließt. Die Deutschen haben zuerst uns geholfen und später haben wir den Staffelstab übernommen und unseren Freunden in der Ukraine geholfen. Es war wertvoll, dass die Hilfe, die aus Deutschland nach Sanok gebracht wurde, auch unseren Freunden in der Ukraine zugute kam. Die Hilfe, die bei uns ankam, wurde in die Ukraine weitergeleitet. Nun zur Frage nach der Zukunft. Ich habe viel gelesen zum Thema Zusammenarbeit, Partnerschaft in Europa, internationale Politik. Meine Schlussfolgerung daraus: alle, die in den 1950er und 60er Jahren sich engagiert haben für Europa, wie der damalige Bundeskanzler, wollten ein Europa des Friedens, der Freundschaft, ein sicheres Europa, ein Europa ohne Konflikte, ohne Grenzen bauen. In den 12 Jahren hatte ich die Möglichkeit, an mehreren Ereignissen teilzunehmen, die für mein Land, meine Stadt wichtig waren, der Beitritt Polens zur NATO und auch der Beitritt zur EU. Später erlebte ich die Abschaffung der Grenzen im Rahmen von Schengen. Das war wunderbar. Niemand kann in Frage stellen, wie wichtig und richtig das war. Europa muss auch heute zusammenstehen. Partnerstaaten sind sinnvoll. Durch die Partnerschaft wird das gegenseitige Kennenlernen, das sich verstehen lernen, gestärkt. Nur so kann eine Zukunft in Frieden gelingen. Heute bin ich nicht mehr Bürgermeister. Heute kann ich meine Erfahrungen weitergeben, zum Beispiel auf dem Gebiet der Digitalisierung in sogenannten Smart Cities, in Verwaltungswissenschaft, die ich an Hochschulen in Krakau unterrichte. Ich berate auch die Stadt Krakau, arbeite für sie. Meine Erfahrungen in den Partnerschaften über Reinheim, Sestas, Likata, Fürstenwalde, wie geht es weiter? Was erwarte ich von der Zukunft? Partnerschaft ist wichtig und sinnvoll. Ich wünsche dieser Partnerschaft alles Gute. Die Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung in Sanok und Reinheim müssen im Herzen spüren, dass Freundschaft verbindet. Gegenseitiges Verständnis baut auf. Die Erfahrung der letzten 30 Jahre müssen als Beispiel für die nächsten 30 Jahre dienen. Ich grüße alle Freunde in Reinheim, alle, die sich engagiert haben, alle, die geholfen haben, die Brücken der Freundschaft gebaut haben. All ihnen wünsche ich Gesundheit und alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich spreche jetzt mit dem amtierenden Bürgermeister von Reinheim, Manuel Feig. Meine Frage nun an Sie, Herr Bürgermeister. Welche Akzente konnten Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit in der Städtepartnerschaft mit Sanok setzen und welche Ideen haben Sie für die Zukunft? Ja, also erst einmal muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass es trotz dieser wirklich widrigen Umstände, die wir über Jahre hinweg hatten mit der Corona-Pandemie, es geschafft haben, da einen wirklich guten und engen Draht auch aufzubauen und ja, dass wir uns regelmäßig ausgetauscht haben. Das nicht nur irgendwie über E-Mails, sondern dass wir auch zusammen telefoniert haben, dass wir zusammen Videokonferenzen gemacht haben und uns da gegenseitig kennengelernt haben. Und trotz dieser Situation, die wir weltweit hatten, dennoch einen Weg gefunden haben, uns gemeinsam auszutauschen und auch regelmäßig gegenseitig abzuholen, wie man so schön sagt. Das hat uns sehr viel geholfen, als dann dieser schreckliche Angriffskrieg auf die Ukraine
begann und unsere polnische Partnerstadt davor besondere Herausforderungen gestellt wurde, sei es mit der Aufnahme von Flüchtlingen oder auch mit der Versorgung der Menschen, die dort nach Sanok geflohen sind. Und wir hatten dann das offizielle Hilfegesuch aus Sanok bekommen in Bezug auf einen Hilfstransport. Und das war etwas, das mich sehr, sehr gefreut hat, wie das hier bei uns in der Stadt abgelaufen ist, weil ich festgestellt habe, dass es sehr viele Menschen bei uns in der Stadt gibt, die eine große Verbundenheit zu Sanok haben, leben und das auch zu den Menschen dort. Das hat man gesehen, als es dann darum gegangen ist, diesen Hilfstransport innerhalb weniger Tage zu organisieren, auf die Beine zu stellen. Da ist unheimlich viel Material aus der Bevölkerung gespendet worden und nach Sanok transportiert worden. Der Magistrat hat noch einen separaten Beschluss gefasst. Wir haben ein eigenes Feuerwehrfahrzeug, das ausgemustert wurde, nach Sanok bringen lassen, das heute in der Ukraine traurigerweise seinen Dienst versieht. Und auch die finanzielle Unterstützung, die wir gemeinsam im Partnerschaftsverein organisieren konnten, die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung war unheimlich groß gewesen und das haben wir da alles organisiert und das hat eben halt auch gezeigt, dass wir da eine große Verbundenheit hatten und dass da Corona uns auch zwar ausgebremst hat, dass wir uns persönlich sehen konnten, aber nicht in Bezug auf das Persönliche. Das war etwas sehr, sehr Wichtiges. Die zusätzlichen Hilfstransporte, die es ohnehin jährlich immer gab, ja, aus dem Ehrenamt heraus, insbesondere durch die Frau Malek, engagiert betrieben wurden und auch organisiert wurden. Da haben wir in den letzten Monaten auch eine Lösung gefunden, dass das zukünftig die Stadt Rheinheim gemeinsam mit der Stadt Sanok im öffentlich-rechtlichen Bereich organisiert und auch übernimmt. Das heißt, auch diese Transporte werden eine Zukunft haben und werden dann auch weiterhin so umgesetzt werden und auch eine regelmäßige Stütze sein, so wie das in der Vergangenheit eben halt auch der Fall war. Im vergangenen Jahr haben wir die Mini-Fußball-Europameisterschaft durchgeführt. Das war mal etwas Neues. Wir haben versucht, auch junge Menschen für den Part der Städtepartnerschaften zu begeistern. Und Sanok war auch da gewesen. Sanok war sehr erfolgreich bei dieser Europameisterschaft unterwegs gewesen. Und auch da sind Kontakte entstanden, die bis zum heutigen Tage tatsächlich auch weiter bestehen. Und das ist etwas, wo ich mit dem Bürgermeister aus Sanok mir einig bin, dass wir da in Zukunft etwas mehr noch investieren wollen, dass wir da etwas mehr Ehrenamtverein wieder zusammenbringen wollen und auch insbesondere die Jugend für den Part der Städtepartnerschaft begeistern wollen. Das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt. Auf dieser Welle wollen wir weiter reiten, wie man so schön sagt. Und das dann halt auch, wie gesagt, vertiefen, insbesondere mit dem Austausch von Jugendverbänden und Jugendorganisationen, um eben auch die Bedeutung dieser Städtepartnerschaften zukunftsfähig zu machen für die vielen, vielen Jahre, die diese Städtepartnerschaften Zukunft haben wird. Darüber hinaus soll es auch einen fachlichen Austausch geben. Auch darüber haben wir uns verständigt. Wir wollen also auch hier im Bereich der Verwaltung schauen, was es da an Synergieeffekten möglicherweise gibt, an Austausch gibt, was den personellen Bereich angeht, was auch organisatorische Bereiche angeht, aber auch was bauliche Dinge angeht. Also auch hier soll es einen Austausch geben, den es so auf diese Art und Weise möglicherweise in dieser Größenordnung nicht gab, wie wir es jetzt für die Zukunft vorhaben. Das sind alles große Projekte, die müssen gestemmt werden, die müssen finanziert werden, aber ich bin guter Dinge, dass das gelingt, gemeinsam mit unseren Freunden aus Sanok und ich freue mich da einfach drauf auf die Zukunft. Vielen Dank, Herr Bürgermeister.